Ist mir ein bisschen zu blöd. Haben wir zwar was zum Gehen, aber nicht gar so. Können wir gleich da unten wenigstens einmal weiter schauen. Das sollten wir vielleicht auch hineintun. Mitdenken bitte. Da warten schon die Vogel. Ja, die Kollegas, dass sie es aufhaben, dass sie nicht stinken anfangen. Das war daneben. Der da nämlich auch weiter. Der Kreisverkehr da. Und wir verstricken uns da. Na, vielleicht geht. Na, schauen wir mal. Vielleicht wird das sogar zusammen. Das wäre eh. Das wäre geil, wenn das so ist. Das meine ich, ne? Vielleicht ist das ja zusammen, schauen wir mal. Lackerl ist weg, dann können wir laufen. Die lassen wir liegen, weil wir voll sind. Und das nächste ist natürlich, wenn man in diese Qualen oder wie haben die geheißen? Wenn man da drin stirbt, du kommst nicht mehr zu deinem Grabstein. Das ist noch nicht, wurscht. Da ist das Schweinderl verendet. Der Vorteil ist, es ist gleich noch weg. Brauchst du es dann nicht am Grill ausschmecken. Ja, schau, wird sogar zusammen, sehr schön. Genau, und da unten war die Höhle. Geil, oder? Das heißt, wir können jetzt da weitergehen. Wenn wir uns dann da oben ein Portal setzen, da bei dem, beim Brückerl oder Übergang. Ein bisschen dampfern. War laut. Ich habe gesagt, ich will einen Kaffee machen, gell? So. Jetzt mal ein Portal her. Dass du wegbeamst, schau dann an. Kaffee machen geht ganz geschwind. Uraltes Herz, sehr gut. Das braucht man dann auch, glaube ich, für so gewisse Crafting-Sachen. Zur Sicherheit gehen wir da durch. Unser Portal haben wir ja.
Und ich kurz anschauen, was ich gekriegt habe. Und. Come see what's left of my wares. Buffs haben wir noch drauf. Ah, da haben wir einen Schrein. Erst Spiel passiert. Na, wie lange ist man da festgehalten? Da wollte er gerade ausholen und ist gestorben. Lebt da noch einer? Was ist denn da? Der kleine Scheißer macht das. Da hat es ein bisschen was drauf, ne? Der würde sagen. Der Vernehmer. Schaut gemütlich aus. Nein, Wolfer, schade, schade. Wohl Feuerschaden, schau. Was haben wir denn da drin eigentlich? 36. Ja, 43 mit Stufe 40 erst. Oh. Da habe ich berührte Munition, das ist spitzenmäßig. Genau das, was wir brauchen. Weil erstens Dämonenatem und wenn man oben schaut, 30 Feuerschaden, Chaosschaden, Verbrennungsschaden plus. Wunderbar. Und wie wir sehen, haben wir das wo drinnen? Irgendwo haben wir das gar nicht einer da. Können wir es auf die Waffe geben zum Beispiel? Wenn wir benannt auf plus 30, was haben wir denn da auf die Waffen drauf geben? Die wird brennende Waffen, okay. Das ist ja auch wieder ein Buff, aber das ist schon gut. Das lassen wir jetzt. Was sehen wir jetzt? Und weiter geht's. Ah, das ist die HP wahrscheinlich, die wir umbringen sollen. Da drücke ich mich gleich ein bisschen. Das ist wieder so, aber Wahnste. Der Geier war jetzt auch schon. Wie viel kommen da noch? Natürlich sagt er, die haben felsenfest damit gerechnet, dass wir abangeln. Aber sind wir nicht. Okay, da wird es ein bisschen. Dann durchspazieren. Oh, das mörderischer Wurf. Okay, da geht's auch wohin. Okay. Dann schauen wir mal zum Boss. Das ist die Tochter von den anderen. Die Geierwale. Na, töte Lutra, die Verlassene. Buff eine und gehen wir. Autsch. Die macht dann auf Blitze. Ja, aber unser Cocktail ist schon super mittlerweile, wie man sieht, ne? Die werden schön durchgebrutzelt. Knusprig.
könnte man sagen. Ja, wo geht's da hin? Okay, da waren wir schon. Sehr gut. Wieder zurück. Gut, jetzt können wir davor. Da oder da? Oder ist da eh aus? Mal gleich sehen. Das ist nur so ein Zipferl. Ja, ist nur ein Zipferl. Und, oh ja, schau. Wird mir übersehen. Macht jetzt. Essensration war gut. So, kehre zu Minova draußen am Eingang der Kobin an der City zurück. Pfft, Alter, wo war denn die? Im Eingang der Akobe an anderer Seite. Wo sind die gestanden, die Tante? Opfern. Da haben sie dann nicht genug, meistens. Da haben wir mit Jumpen was geholt. Ja. Wir haben einen Schrein auch gefunden. Aha. Ernsthaft? Da haben wir es gefunden, die Kuh Elsa, Alter. Die hat sich nur verkleidet. Das ist nicht in Wirklichkeit so. Na, Spaß. Ja, bitte sehr. Das haben uns ja schon alle gefeuert, was? Okay, geht nicht anders. Na bitte. Du riechst nicht wie einer aus Chronos Gang. Hä? Bist du dann noch einer aus Devil's Crossing? Ah. Wenn ihr Elsa seid, dann sucht euch ein gemeinsamer Freund. Ich kann ja vermuten, dass du Morne meinst. Dieser Idiot brachte mich in Old Arcovia fast um. Banditen erwischten uns in der Nacht. Sie wurden von seinem verdammten Feuer angezogen. Sie fesselten und schleppten mich in ihr Lager, wahrscheinlich um mich mit dem Rest der Gang zu teilen. Pech für sie, dass sie nicht sehr gut Knoten binden konnten. Ich schlitzte ihre Kehlen auf, während sie schliefen, und machte mich dann davon. Warum seid ihr nicht zu meiner zurückgekehrt? Naja, ich dachte, er wäre tot, aber da ich weiß, dass er wieder auf Devil's Crossing ist, wieder auf, sage ich, ihn, bin ich noch weniger bereit, zurückzukehren. Er ist ein schlechter Mensch, aber ich kann es nicht ertragen, dass er mich als Ersatz für seine tote Frau anhimmelt. Er glaubt, dass zwischen uns eine große Romanze besteht, und er will nicht akzeptieren, dass ich solche Gefühle nicht habe. Soll ich ihm sagen, dass ihr am Leben seid? Wahrscheinlich nicht. Wenn wir ausrichten, dass sie tot ist. Es wäre wohl besser, wenn er mich für tot hält. Das Letzte, was ich brauche, ist ein kranker Trottel, der mich durch diese höllische Welt verfolgt. Sehr geil. Erst kürzlich bin ich einem weiteren Überlebenden aus Devil's Crossing begegnet, der mich davon überzeugt hat, dass Homestead ein Ort ist, an dem ich etwas bewirken kann. Ich habe nie den Namen erfahren, aber er kochte ein feines Essen.
und erzählte mir viele bemerkenswerte Geschichten über politische Intrigen in den Zeiten des Kaiserreichs. Dann machte er sich auf den Weg. Wenn ihr unterwegs nach Homestead gewesen seid, warum seid ihr nicht mit ihm gegangen? Er hat viel Sinn dazu in die Kuh, Elsa. Er stand einfach mitten in der Nacht auf und sagte mir, dass er fortging, da er dringende Geschäfte in Homestead zu erledigen habe. Ich warnte ihn, dass es klüger wäre, noch zu warten, solange die Trolle und die Terrischen am Schmugglerpass ihre Kämpfe austragen, aber er sagte, er könne ungesehen an ihnen vorbei, wenn er alleine wäre. Es klingt verrückt, aber er war ein liebenswerter Kerl und ich hoffe, dass es ihm besser ergangen ist als erwartet. Ihr seid in Devil's Crossing immer willkommen. Danke, aber ich habe nicht vor, dorthin zurückzukehren. Ich möchte lieber mein Schicksal auf freier Strecke finden. Was könnt ihr mir über dieses Gebiet sagen? Ich kann dir sagen, dass es nur so von Trollen und Harpien wimmelt. Ja, die Oberharpie haben wir schon angemurkst. Und dass du am besten auf dem Weg zurückgehst, der dich hierher geführt hast. Ich war auf dem Weg zum Schmugglerpass, der durch die Berge führt. Stellte aber fest, dass er zu einem Schlachtfeld zwischen Halbtrollstämmen und Ätherischen geworden war. Falls du mit Trollen und ihresgleichen nicht vertraut bist, sie haben eine perverse Vorliebe, Menschen zu entführen und sie als Partner zu halten. Jetzt sei nicht leibend da. Dieses Schicksal hatte ich nicht für mich geplant, auch nicht die Besessenheit, also warte ich den rechten Augenblick ab und suche einen anderen Weg. Ihr habt Erfahrung mit Trollen? Ich bin mir nicht sicher, wie du das meinst, jedenfalls nein. Bei dem Grimdown habe ich nie einen Troll gesehen, sondern nur die seltsamen Geschichten von vermissten Reisenden oder Entführten aus den Dörfern in den Bergen gehört. Anscheinend lebten in dieser abgelegenen Gegend mehr von ihnen, als jemand gedacht hätte. Eine Überlieferung zufolge sind Trolle ein primitiver Vorfahr. Entschuldigung, der Menschheit, deren Entwicklung nie über die bestialischen Instinkte hinausging. Aber andere sagen, dass sie das furchtbare Ergebnis der Inzucht von den Generationen unter kleinen Bergstämmen seien. Sie sind temperamentvoll, gierig und extrem gewalttätig. Es reicht schon genug Raffinesse, um gefährlich zu sein. Okay, verstehe schon. Was meintet ihr mit... Na, interessant, danke. Na, zum Essen hat es zumindest genug da. Oder könnte auch sagen gehabt, weil das haben wir ja jetzt wie erledigt, ne? Da ist das sonst eh nichts, gell? Na, oh ja, ein Haufen. Mit einer robusten Hose. Aha. Jetzt auch oben. Haben wir was oben, ein kleines Brett. Seelenspalter. Ein Fangnetzerl hat er geschupft. Was ist mit euch? Waren die noch immer da hin nervös, oder wie? So. Das decken wir da jetzt noch auf. Und dann schauen wir mal. Haben wir einiges da jetzt da gemacht? Bin nur mal ein Schwein da übrig geblieben.
beim Lauchen gehört. Inventory ist voll. Nerv. Ja, besonders leibend. Ja. Das werden wir verscherbeln. Genau. Das verscherbeln wir gleich. Das aufheben können. Und wir sind ja jetzt da. Wir waren ja da. Rocknils, bliblablups, Karges Hochland und sind jetzt im Schmugglerpass. Ist ja wie das. Steht da fürs Quest, überquerte Brücke nahe Twin Falls, um Homestead zu betreten oder reise durch den Schmugglerpass. Buffs dürfen wir natürlich nicht vergessen und wir reisen durch den Schmugglerpass. Uns bleibt dort aber ja nichts anderes über. Und da warten wir schon vor. Aber. Ja, da geht es ja richtig schon voll zur Sache. Das ist ja wunderbar. Ausschnitzen dürft ihr euch, nur nicht umbringen, weil die BWI haben bitte. Ja. Das ist wieder auch wieder so ähnlich wie beim Krieger um der Köller wahrscheinlich. Das ist wieder riesigst. Ah, siehst du, halt, da ist ein Punkt und dann gehen wir wieder in Konstitution. Wir brauchen Leben. Habe ich das auch vergessen? Ah, null. Wir sind ja jetzt da, schon da. Und da bahnen wir uns den Weg da hinauf. Ja, funktioniert recht gut, unser Blackwater-Cocktail, muss ich sagen. Der Dicke und der ist auch schon Geschichte, na schau. Da geht's ja ratzfatz dahin. Schauen wir nur, dass wir es da nicht verwurschteln mit dem, wo wir hier rennen. Aber das kommt eh immer aufs Gleiche raus. Wir hat nichts verpassen oder einfach. Gehen wir noch nicht hinüber, weil jetzt schauen wir uns zuerst einmal die Ecken da an. Ja, muss man da einfach sagen, unser Dämonenatem, was durch die eine Komponente wir gekriegt haben, der ist super genial. Okay, na? Ja, das sind Kristalle da unten. Was habe ich geschmeißt? Aha! Das sind diese Gebiete, die verdorben sind, ne? Der Kalte. Ich mache, ich helfe ihm. Das war der Kalte und jetzt ist er der Warme. So dermaßen warm, dass er gleich abangelt ist. Nicht das, was ihr jetzt schon wieder denkt, gell? Warm, mit dem eingeheizt, ja? Nichts mit seiner Dings zu tun. Seiner Neigung. Okay, da kann man ins verdorbene Gebiet gehen. Oh, jetzt gehen wir da zuerst mal in die Mitte und dann schauen wir, was da ist. Diese Ration ist immer gut.
Ja. Schauen wir, wie weit wir da durchkommen. Das decken wir da aber die Mitte auf. Obwohl im Prinzip wird es wahrscheinlich wurscht sein, weil wir gingen ja eh dann da rauf. Aber ich möchte das. Und genau deswegen will ich noch nicht diese eine Verstärkung reinhauen mit den 156 oder 165% mehr Schaden. Denn da kann man dann noch alle 5 Sekunden anschmeißen und das ist dann irgendwie ein bisschen Gaxi, ne? Da wäre ich mal, weil solange es rennt, bleiben wir so. Solange es so rennt, lassen wir das so. Passt. Das haben wir gesäubert. Wahrscheinlich ist es da unten eh noch so ein kleines Eckerl. Nein, nicht. Die Löser sind gerade im Begriff, sich aufzulösen. Dabei. So. Wahrscheinlich ist das eh noch irgend so ein riskiertes Erleben, dass du hinten zwei Drohnen aufmachen kannst. Gut, Leben sind wir voll. Auf E haben wir das und dann. Okay, da ist gar nichts. Eieieiei. Okay. Einfach nur zum Verarschen. Na, super. Wurscht, Heiltränke haben wir eh genug. Tatsächlich nichts. Ja, ich glaube aber, es kommen dann noch so Gebiete, wo man dann ständig durch so Passagen durch muss. Da braucht man dann Ätherwiderstand. So. Essensration ist gut. Da ist er schon ein bisschen auf mich aufmerksam worden und hat sich schon gefreut. Hippie, endlich bist du. Oh, Boss. Steppert. Sehr geil. Was? Brombeerholzambulett. Ich schnitz dir was aus Brombeerholz. Keine Ahnung, vielleicht ist ja ein schönes Holz, ne?